Herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Liebe Zuschauer, diese Stunde gehört unserem schönen Freistaat. Wir haben wieder viele Themen aus Bayern für Sie. Und wir starten direkt mit nackten Menschen in Bayreuth. Ja, die Studenten der Sportökonomie lassen jährlich einen Kalender drucken. Der wird dann verkauft. Und von den Einnahmen soll der Examensball finanziert werden. Also Strippen für den guten Zweck. Das kann sich sehen lassen. Also wir hatten einen strammen Plan an dem Wochenende. Es waren 2 Tage, Samstag, Sonntag. Die Fotografen sind extra aus Hamburg angereist. Und dann haben wir das aber am zweiten Tag, gegen Nachmittag waren wir fertig und haben dann auch alle erstmal schön Burger gegessen, nachdem wir davor gehungert haben. Wie lange? Nur einen Tag oder eine ganze Woche gehungert? Das war ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Manche haben auch gar kein Wasser mehr im Vorfeld getrunken, um den Körper auszuwässern und die Muskeln ganz besonders toll zur Geltung bringen zu können. Manche haben es ja weniger gemacht. War da denn jeder gleich wirklich Feuer und Flamme dafür? Ich kann mir vorstellen, dass das für einige schon erstmal ein bisschen komisch war, oder? Ja, gerade für die Mädels war es nicht so easy teilweise, ne? Also am Anfang war es wirklich so, wir haben erstmal die Jungs angeschaut, okay, ziehen sich alle aus, dann die Blicke schwanken so zwischen den Mädels, was machen wir denn, ziehen wir uns aus oder nicht? Nochmal nachgefragt bei den Jungs, müssen wir wirklich? Und alle ja, ja, und dann okay, dann haben wir doch mitgemacht. Ich habe den Monat Juni am liebsten beim Verkaufen gepusht. Juni. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. War klar, dass du das sagst, als Mann. Aber auch den April kann ich dir ganz gut empfehlen, muss ich sagen. Mit ein bisschen Dreck im Gesicht beim Tauziehen. Ja, das wäre was für die Frau. In einem leerstehenden Fabrikgebäude in Bayreuth, was wirklich eine super geile Location war. Das war von der Location her wahrscheinlich eines der coolsten. Da waren wir früh um 8 an einem Samstag, dass uns da auch ja keiner erwischt. Wir machen das für unseren Examensball. Das ist Abschlussball eben sowohl für die Bachelor-Absolventen als auch für die Master-Absolventen. Da ist immer eine große Show, die eben auch einiges kostet. Und wir haben das Geld dann natürlich deshalb noch nicht ausgegeben. Das wird alles für den 28. Mai. Das ist der Termin für unseren Examensball aufgespart. Und nebenher laufen auch noch ein paar andere Sachen. Also wir machen Partys und werden uns auch so noch ein paar Sachen überlegen, wie wir einfach Geld reinholen können, um den Ball dann so finanzieren zu können, wie wir ihn uns halt eben vorstellen. Fehlt noch viel? Ja. Heißt, es müssen noch Kalender verkauft werden? Ja, und es gibt auch noch einige zu kaufen. Also wir haben optimistisch vorbestellt und ja, also jeder, der noch einen Kalender kaufen will, kann uns einfach eine E-Mail schicken an spökoball16@gmail.com und ja, schickt uns eure Bestellung durch, wir schicken ihn euch zu. So einfach geht es. Aber nicht nur diese Studenten sind sportlich, auch die Vertreter Gottes. Allerdings haben die mehr an. Am Sudelfeld gibt es seit Jahren schon ein Skirennen der kirchlichen Mitarbeiter. In der Bayerischen Meisterschaft im Riesenslalom messen sich Pfarrer, Priester und Diakone auf der Piste. Und in diesem Jahr fand das alles bei nahezu sommerlichen Temperaturen statt. Also kein optimales Skiwetter, aber die kirchlichen Sportler haben auch das gemeistert. Seit mehr als 50 Jahren treffen sich Pfarrer aus ganz Bayern, um in einem Skirennen ihr sportliches Können unter Beweis zu stellen. Und während damals nur Pfarrer an dem Rennen teilnehmen durften, können heute sämtliche kirchliche Mitarbeiter die Piste bewältigen. Seitdem kommen auch schon mal bis zu 150 Teilnehmer zusammen. Ja, in den 60er Jahren, da hat es also etliche Pfarrer gegeben, die sehr sportbegeistert waren und gesagt haben, warum sollte man nicht auch einen Skiwettkampf für die Pfarrer machen. Dann haben wir eben da entsprechend Propaganda gemacht und dann ist es da das erste Mal entstanden im Jahre 1964. Da war der erste Lauf damals in Garmisch-Partenkirchen. In diesem Jahr waren es aber nur 38, die den Weg zum Sudelfeld gefunden haben. Denn Temperaturen von bis zu 20 Grad machten der Skipiste zu schaffen. Die teilnehmenden Pfarrer, Priester und Diakone ließen sich den Spaß aber nicht verderben und nahmen die Rennstrecke gut gelaunt in Angriff. Saltos auf der Piste sind da vorprogrammiert.
Letztendlich sind alle Teilnehmer verletzungsfrei ins Ziel gekommen. Wer am Ende gewonnen hat, ist nebensächlich. Denn bei der Bayerischen Skimeisterschaft kirchlicher Mitarbeiter geht es nicht um den Sieg, sondern um gemeinsamen Spaß. Es klingt nicht nach einer guten Idee, wenn man heutzutage als Kleinunternehmer mit einem neuen Energy Drink um die Ecke kommt. Es gibt davon einfach schon zu viele auf dem Markt. Die Erfolgsaussichten sind eigentlich gleich null. Aber eine kleine Nürnberger Kaffeerösterei möchte es allen zeigen. Mit einem ökologisch sinnvollen, ziemlich coolen Getränk, das da heißt Wilde Ziege. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. In einem kleinen Café in Nürnberg geht es in erster Linie um Kaffee. Und zwar um das genaue Gegenteil von Industrieprodukt und Massengeschmack. Kleine Mengen Kaffee aus bestimmten Anbaugebieten werden hier geröstet und nicht einfach getrunken, sondern genossen. Im Schatten dieser Leidenschaft für den besonderen Kaffee sorgt jetzt aber immer mehr eine Ziege für Furore und eine Wilde noch dazu. Das wissen eigentlich auch die wenigsten Leute, dass die Kaffeebohne an sich ja in der Kirsche heranwächst. Und es ist ein schönes Fruchtfleisch und ja, das wird auch schon seit Jahrhunderten eben verwendet. Ich bin das erste Mal mit diesen Kaffeekirschen eigentlich vor 5 Jahren habe ich das bekommen und habe mir auch einen Tee aufgebrüht und hat mir wunderbar geschmeckt und war einfach gleich der Gedanke, hat mich fasziniert, ja eigentlich noch etwas eigentlich aus einem Abfallprodukt noch was eben herzustellen. Also es ist eigentlich Upcycling pur. Von der Idee bis zur Herstellung waren es einige Versuche, aber viele Zutaten braucht's nicht. Weniger ist mehr. Getrockneten Kaffeekirschen aus Bolivien. Danach tut man das wieder mit Wasser praktisch angleichen halt. So wird es auch praktisch hergestellt. Das sogenannte Cascara. Agavendicksaft für die Süße, Wasser, Zitronensaft, fertig. Ganz neu ist die Version mit Kohlensäure. Manche mögen es lieber spritzig. Aber was hat das jetzt alles mit Ziegen zu tun? Also alles in Äthiopien angefangen, wo der ja, Ziegenhirte, das war der Kali, der hat seine Ziegen beobachtet. Und die haben immer diese roten Früchte gegessen, eben die Kaffeekirschen. Ja, und die Ziegen von ihm waren irgendwie die coolsten Ziegen vom ganzen Dorf. Die waren immer gut drauf. Und dann hat er sich gedacht, ja, wenn meine Ziegen so gut drauf sind, sammle ich mir auch mal welche. Hat er eben auch welche gesammelt und hat die dann gegessen. Ja, hat er gemerkt, ja, er ist auch gut drauf. Die belebende Wirkung hat sofort eingesetzt. Ja, und so ist man eben drauf gekommen, dann die Kaffeekirsche eben zu verarbeiten. Kaffeekirschen sind eigentlich ein Abfallprodukt der Kaffeeproduktion. Sorgfältig getrocknet werden sie aber zu einem fruchtigen Teegetränk, der Ureinwohner weltweit schon seit Jahrhunderten antreibt. Und bei Gästen und Gastronomie kommt's an. Armin und seine Kaffeecrew kommen mit dem Abfüllen derzeit kaum nach. Finde ich gut, ist sehr erfrischend. Erinnert so ein kleines bisschen an Mate. Also ich glaube, für Leute, die jetzt nicht auf so die ultrasüßen Sachen stehen, ist es wirklich eine gute Sache. Weil Energy hat immer diesen blöden Geruch und ist mega süß, aber das ist gut. Doch, ich will eine Kiste. Also es geht eher in Richtung Früchtetee. Schmeckt ein bisschen so wie ja, Hagebuttentee, ja, eben schöner Früchtetee. Hat natürlich auch genauso viel Koffein wie unser Kaffee, sogar noch ein bisschen mehr. Hat auch viel Calcium, Kalium ist mit dabei halt. Ja, hat Antioxidantien, das Fruchtfleisch von der Kaffeekirsche. Ja, man könnte sagen, ist eigentlich gesund. Ein nachhaltiger Energiedrink made in Nürnberg-Gostenhof. Einfach nur. Just take it slow. Nach so viel Ziege und Kühen machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit den Nachrichten hier bei TV Bayern Live. AOK Bayern. Gesundheit in besten Händen. Oh je. Alles für Ihre Entspannung. AOK Gesundheitsprogramme. Einer von 16 Pluspunkten Ihrer AOK Bayern. Meine AOK kann das. Wechseln auch Sie zur Nummer 1 in Bayern. Schön, unsere Familienharmonie im neuen Haus. Wir sind eben alle aus demselben Holz. Genau wie unsere Fenster, Türen und Naturholzböden. Das ist doch ganz schön Josko. Nur bei Josko, der Josko Smart Mix. Das sind Fenster, Türen und jetzt neu Naturholzböden. Mit Weitblick harmonisch aufeinander abgestimmt.
Willst du Bayerns Königin werden und das Bierland Bayern im In- und Ausland würdig vertreten? Bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin 2016-2017. Bis zum 22. Februar unter www.bayerische-bierkönigin.de. Auch die Bayerische Bierkönigin hat sich wieder für das CW-Fotobuch entschieden. Ein Jahr voller unvergesslicher Geschichten. In Ihrem ganz persönlichen CW-Fotobuch. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im Vier-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview-CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise. Viel Lärm um die Fürther Gustavstraße. Seit 6 Jahren schon sind die Fronten verhärtet. Klausurtagung. Kommt das moderne Schienennetz zwischen Regensburg und Hof sowie Nürnberg und Prag? Und Statistik 2015. Weniger Verkehrstote, aber mehr Unfälle. Alle Zahlen gleich bei uns in TV Bayern Live. Der Bundesverkehrswegeplan steht kurz vor der Veröffentlichung. Unter anderem wurden in der Oberpfalz wichtige Projekte gefordert. Bei der CSU-Klausurtagung dort hat sich unser Bundesverkehrsminister ein Bild von der aktuellen Situation gemacht, um noch eventuelle Änderungen in den Plan mit einfließen lassen zu können. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt zu Gast in Waldsassen. Denn unter anderem in dieser Region erwarten viele gespannt die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans. Neben Ortsumgehungen ist vor allem der Ausbau der Bahnstrecke in der nördlichen Oberpfalz ein großes Anliegen an den Bundesplan. Noch herrscht Spannung, denn die Öffentlichkeitsbeteiligung beginnt erst kurz vor Ostern. Von daher verbietet sich es jetzt für den Bundesverkehrsminister, Einzelprojekte vorher zu bewerten. Aber mir ist natürlich sehr bewusst, dass hier gerade Bahnstrecken besonders in der Oberpfalz im Fokus stehen. Wenn die Strecke Nürnberg-Regensburg-Passau oder auch Hof-Regensburg, das sind Strecken, die unter einer besonderen Beobachtung stehen und von denen ich sehr genau weiß, dass auch diese natürlich eine Berücksichtigung finden müssen. Wir wollen die Kapazität erhöhen, wir wollen die Elektrifizierungen erreichen. Also sehr genau im Blick des Bundesverkehrsministeriums ist genau die Schienensituation in der Oberpfalz. Ein modernes Schienennetz zwischen Regensburg und Hof sowie Nürnberg und Prag sei unabdingbar, so auch CSU-Bezirksvorsitzender Albert Füracker. Auf tschechischer Seite habe man dies bereits. Klar sei, dass Herausforderungen auf den Bund warten. Über Jahre ist zu wenig investiert worden, gerade auch auf der Straße. Das heißt, da gibt es Nachholbedarf, wenngleich auch die Oberpfalz ein gutes Straßensystem natürlich hat. Weiß ich, dass auf der B20 genauso wie auf der B299 Entlastungen erwartet werden. Darüber diskutieren wir auch gerade aktiv. Bei der Klausurtagung wurde die Initiative Oberpfalz 2020 überarbeitet, die einen Ist-Soll-Vergleich des Programms der CSU Oberpfalz eruieren soll. Deren Neufassung wird Ende 2016 vorgestellt. Im Bereich der Autobahn natürlich die A3 muss ertüchtigt werden, rund um Regensburg Richtung Straubing der dreispurige Ausbau vorgesehen werden. Im Bereich der Bahnverkehre ist es uns ganz entscheidend wichtig, dass die Anbindung Richtung Tschechien endlich optimiert wird. Nach Tschechien zu reisen mit der Bahn ist eine Weltreise, obwohl wir uns so nah sind. Wir sind das Tor zum Osten, die Oberpfalz, und deswegen drängen wir sehr darauf, bessere Verbindungen im Bereich der Bahn zu bekommen. Der erste Entwurf des Bundesverkehrswegeplans soll in der Woche vor Ostern öffentlich gemacht werden. Und was unseren Freistaat sonst noch bewegt, das sehen Sie jetzt kurz zusammengefasst in unserem TV Bayern Live Nachrichtenüberblick.
Weniger Verkehrstote, aber mehr Unfälle und Verletzte. So sieht die Verkehrsunfallstatistik für 2015 aus, die Innenminister Joachim Herrmann nun vorgestellt hat. Demnach starben auf Bayerns Straßen 614 Personen. Das sind 5 weniger als im Jahr zuvor und der niedrigste Stand seit Beginn der Unfallaufzeichnung vor mehr als 60 Jahren. Die Zahl der Unfälle stieg um fast 6% auf über 391.000. Mit verstärkten Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen soll die Zahl der Verkehrstoten weiter gesenkt werden. Die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof testet sogenannte Bodycams. Einsatzkräfte konnten sich freiwillig melden und wurden zunächst umfangreich geschult. Ein Jahr lang werden eine Schulterkamera und jeweils 2 Brustkameras von unterschiedlichen Beamten getestet. Je nach Einsatzlage entscheiden die Beamten eigenständig, wann sie die Kamera ein- und auch wieder ausschalten. Das müssen sie ihrem Gegenüber dann auch immer ankündigen. Gelöscht werden kann das aufgezeichnete Material nur durch einen Vorgesetzten. Die Bundespolizei erhofft sich durch den Einsatz der Körperkameras einen Rückgang der Gewalt gegen Polizeibeamte. Wer ist der Mann auf dem Tuch? Das ist die zentrale Frage, mit der sich die erste in Deutschland präsentierte Ausstellung zum Turiner Grabtuch beschäftigt. Der Malteser Hilfsdienst hat diese Wanderausstellung nun erstmals nach München gebracht. Noch bis zum 3. April können die Besucher anhand einer 3D-Nachbildung des Grabtuchs sowie Abbildungen unter anderem von Nägeln, Lanzen und einer Dornenhaube auf Spurensuche gehen. Somit kann sich jeder selbst ein Urteil bilden, wer der Mann auf dem Tuch ist. Der Eintritt in den Karmelitersaal in München ist frei. Dieser Rechtsstreit dauert mittlerweile 6 Jahre. Es geht um Lärm in der Fürther Gustavstraße. Die Stadt und die Gastwirte auf der einen, die Anwohner auf der anderen Seite. Der Verwaltungsgerichtshof in München hatte entschieden, dass die Gaststätten früher, also schon um 22 Uhr, schließen müssen. Nicht ohne Folgen. Jetzt wirft ein weiterer Wirt das Handtuch. Die Stadt muss das Urteil akzeptieren und umsetzen, appelliert jedoch gleichzeitig an die bayerische Gesetzgebung. Wie lange darf in der Fürther Gustavstraße außen bewirtet werden? Das ist der jahrelange Streitpunkt, der zuletzt den Münchner Verwaltungsgerichtshof beschäftigte. Der bisherige Schankschluss um 23 Uhr war den klagenden Anwohnern zu spät. Nach jahrelangem Prozessieren hat jetzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ein wegweisendes Urteil gefällt. Der Kern ist, wir können es in der Stadt Fürth ermöglichen, am Wochenende, dass die Menschen in der Gustavstraße bis 23 Uhr außen sitzen dürfen, nicht aber unter der Woche. Das ist ein Fortschritt gegenüber dem Ansbacher Urteil. Das Problem aber ist die Sommerzeit. Da ist es im Sommer wirklich bis 22 Uhr hell und man kann da wirklich die Menschen nicht einfach heimschicken. Am Urteil an sich wird von Seiten der Stadt jetzt nicht mehr gerüttelt. Gemeinsam mit weiteren Kommunalpolitikern will Oberbürgermeister Jung nun tätig werden. Auch in Kneipenstraßen wie der Gustavstraße soll die bayerische Biergartenverordnung greifen. In der Biergartenverordnung gibt es eine Ermächtigung für die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde, diese 23 Uhr festzusetzen. Und warum soll für Wirtsgärten nicht das Gleiche gelten wie für Biergärten? Und die Freischankfläche von der Wirtschaft ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Biergarten, nur halt der stationäre Bereich ein wenig größer ist und der Gartenbereich ein bisschen kleiner. Und man könnte, wenn man wollte, das hat auch der Richter gesagt hier im Prozess, könnte man in Bayern Rechtssicherheit herstellen. Solange das aber nicht der Fall ist, muss in der Gustavstraße künftig, zumindest an Wochentagen, ab 22 Uhr Ruhe herrschen. An ein Ende des Rechtsstreits glaubt Oberbürgermeister Jung übrigens noch nicht. Auch deshalb sei die Stärkung der Kneipenstraßen ähnlich wie die der Biergärten nötig. Im Juli 2012 wurde in Nürnberg-Gostenhof ein Asylbewerberheim eröffnet. Die 167 Bewohner waren damals, bis auf den wöchentlichen Besuch eines Hausmeisters, komplett sich selbst überlassen. Für den Nürnberger Architekten Günter Reichert eine unzumutbare Situation. Deshalb beginnt er damit, eine ehrgeizige Idee umzusetzen, die Asylothek. Durch die anhaltende Flüchtlingswelle ist das Projekt jetzt bundesweit gefragt. 50 Asylotheken gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Und die nächste eröffnet in der Kleeblattstadt Fürth. Lernen, spielen, Spaß haben und sich dabei Schritt für Schritt mit der deutschen Sprache und Kultur vertraut machen. Das Konzept der Asylothek ist einfach und funktioniert in Nürnberg schon seit fast 4 Jahren. Eine Erfolgsgeschichte, an die jetzt auch Fürth anknüpfen will. Die Planungen laufen seit 4 Monaten circa.
Wir haben vor einem Monat, mehr oder fast vor einem Monat begonnen, die ersten Schritte zu unternehmen, uns in dem Heim auch heimisch zu fühlen, dass sich auch die Bewohner an uns ein wenig gewöhnen können. Das ist nicht so einfach, wie man sich das so vordergründig vorstellt, sondern es ist tatsächlich harte Arbeit. Mühe, die sich gelohnt hat. Am kommenden Dienstag eröffnet die Asylothek in der Gemeinschaftsunterkunft Höfener Straße. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun. Unterstützt wird das Team von Thomas Ziegler dabei von Günther Reichert, dem Initiator der Asylothek. Also die Asylothek, die steht auf zwei Beinen. Einmal die Wissensvermittlung und einmal die Kultur, also die Wertevermittlung. Soziale Werte, kulturelle Werte, gesellschaftliche Werte. Wie wichtig das ist, hat man in Köln gesehen am Silvesterabend. Und es ist ganz wichtig, dass wir unsere Kultur, unsere Werte auch unseren Gästen, unseren Einreisenden entsprechend beibringen, damit die sich auch hier entsprechend verhalten können. Weil sich die Asylothek allein durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit finanziert werden, entführt noch dringend Helfer gesucht. Spezielle Vorkenntnisse sind dafür nicht nötig. Gefragt ist vor allem Menschlichkeit, die hier gezeigt und gelebt werden soll. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder für Sie da, hier auf TV Bayern Live. AOK Bayern. Gesundheit in besten Händen. Oh je. Alles für Ihre Entspannung. AOK Gesundheitsprogramme. Einer von 16 Pluspunkten Ihrer AOK Bayern. Meine AOK kann das. Wechseln auch Sie zur Nummer 1 in Bayern. Schön, unsere Familienharmonie im neuen Haus. Wir sind eben alle aus demselben Holz. Genau wie unsere Fenster, Türen und Naturholzböden. Das ist doch ganz schön Josko. Nur bei Josko, der Josko Smart Mix. Das sind Fenster, Türen und jetzt neu Naturholzböden. Mit Weitblick harmonisch aufeinander abgestimmt. Willst du Bayerns Königin werden und das Bierland Bayern im In- und Ausland würdig vertreten? Bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin 2016-2017. Bis zum 22. Februar unter www.bayerische-bierkönigin.de. Auch die Bayerische Bierkönigin hat sich wieder für das CW-Fotobuch entschieden. Ein Jahr voller unvergesslicher Geschichten. In ihrem ganz persönlichen CW-Fotobuch. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im Vier-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview-CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise. Willkommen zurück zu TV Bayern Live. Jetzt gibt es für Sie das Neueste aus der Wirtschaft in unserem Wirtschaftsradar. Die Themen heute: Industriestandort Bayern im internationalen Vergleich und betriebliche Altersversorgung. Niedrige Zinsen belasten Unternehmen. Bayern ist nach wie vor ein starker Industriestandort. Im internationalen Vergleich mit 45 wichtigen Wettbewerbern belegt der Freistaat den zweiten Platz hinter der Schweiz. Das ist das Ergebnis einer Studie des Beratungsunternehmens IW Consult. Die Stärken der bayerischen Industrie sind technologische Kompetenz und Qualität, aber auch das gut funktionierende Zusammenspiel der In- und Auslandsstandorte. Ich muss heute im Ausland produzieren, weil ich die Märkte dort bedienen muss und weil ich auch die Kostenvorteile aus dieser Auslandsproduktion nutzen muss. Bei uns ist es so, dass der Großteil der Entwicklung zum Beispiel in Bayern angesiedelt ist und die Produktion allerdings über die gesamte Welt verteilt ist, um dann dort auch nah bei den Märkten zu sein, bei den Absatzmärkten, die wir bedienen wollen. Im Ranking der Standortdynamik liegt Bayern wie im Vorjahr auf Platz 12.
Nur Schweden ist unter den fortgeschrittenen Volkswirtschaften weiter oben. Gewinner sind in dieser Kategorie aufstrebende Nationen wie die Türkei, China und Peru. Das Gutachten stellt klar, damit Bayern weiterhin wettbewerbsfähig bleibt, muss der Standort dauerhaft gestärkt werden. Wir müssen die Wirtschaft bei der Innovation unterstützen, wobei es uns in diesem Jahr und in den nächsten Jahren hauptsächlich um das Fortführen, Beschleunigen der Digitalisierung geht. Ich nenne hier das Stichwort Industrie 4.0. Und dies ist wohl eins der wichtigsten Zukunftsfelder, Breitbanderschließung und Digitalisierung. Sehr schlecht bewertet ist Bayern im Bereich Kosten. Platz 35 verdeutlicht, dass Unternehmen im Freistaat mit höheren Arbeits- und Energiekosten sowie Steuern zurechtkommen müssen als ihre Wettbewerber. Der größte Konkurrent auf den Weltmärkten ist China. Doch Schwellenländer wie Mexiko und Südkorea holen gewaltig auf. Wer klassisch Geld anlegen will, kann nach wie vor nur mit niedrigen Zinserträgen rechnen. Mit dieser Situation müssen auch Banken, Versicherer und Unternehmen klarkommen. Besonders belastend für mittelständische Betriebe sind dabei die steigenden Ausgaben, um Mitarbeitern eine betriebliche Altersversorgung zu ermöglichen. Bei einem Kongress in München wird darüber diskutiert, wie die negativen Folgen der Niedrigzinspolitik abgemildert werden können. In diesem Zusammenhang sprechen ja alle sehr stark von dem Thema Infrastruktur. Auch das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Teil. Leider muss man sagen, gibt es wenig Projekte in Deutschland, in die Private bereits investieren können. Deswegen würde ich mich sehr dafür aussprechen, gerade in der Verkehrsinfrastruktur mehr öffentliche, private Partnerschaften möglich zu machen. Die Voraussetzungen dafür und viele weitere Maßnahmen sollte die Politik schaffen, finden die Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Denn die Handelsbilanzen von Unternehmen werden auf eine immer härtere Probe gestellt. Seit dem Jahr 2013 seien die Rückstellungen für Pensionszusagen um 25% gestiegen. Der Zinssatz der Steuerbilanz blieb allerdings gleich. Wir müssen darauf schauen, dass die Bundesregierung jetzt endlich nach Jahren dazu kommt, die Bewertung so zu machen, dass die steuerliche Belastung, die Belastung in den Bilanzen verbessert werden. Da ist einiges auf dem Wege, aber das interessiert in Wirklichkeit niemanden. Wenn die Unternehmen bezahlen müssen, ist es dem Staat nur recht. Das ist für uns unerträglich. Da haben wir jetzt gerade eine gesetzliche Initiative eingebracht, um den sogenannten Rechnungszins abzusenken und damit auf der Zeitachse die Rückstellungsmöglichkeiten etwas zu strecken. Die betriebliche Altersversorgung stärken, lautet die Vereinbarung der Großen Koalition. Doch bislang sei das nur ein Versprechen, betonen Unternehmer bei der Veranstaltung und hoffen, dass Worten aus Berlin jetzt auch Taten folgen. Vom Augenoptiker bis zum Zweirad-Mechatroniker. Auf der Internationalen Handwerksmesse in München können Jugendliche noch bis Dienstag über 30 Berufe ausprobieren. Aber nicht nur das. Diese Messe präsentiert die gesamte Bandbreite der Leistungen und Produkte des Handwerks. Wir zeigen, worauf in diesem Jahr besonders viel Wert gelegt wird und wie der Besuch unserer Bundeskanzlerin war. Die Internationale Handwerksmesse steht dieses Jahr unter dem Motto Handwerk 4.0. Denn schließlich hat hier das digitale Zeitalter schon längst Einzug erhalten. Mehr als 1000 Aussteller aus 32 Ländern zeigen, wie digital das Handwerk schon ist. Und das können die Besucher auch live erleben. Vom handwerklich gefertigten Schmuck bis zur maßgeschneiderten Mode. Von Smart-Home-Anwendungen bis zu individuellen Designermöbeln. Ich glaube, das ist eine Leistungsschau, die wirklich extrem wichtig ist, weil man voneinander lernt, weil man sich miteinander austauschen kann. Und dieses Jahr steht sie ja unter einem zentralen Thema, nämlich der Digitalisierung, also Handwerk 4.0. Und ich glaube, da gibt es viel voneinander zu lernen und zu sehen und zu hören und das auch an den Kunden, die Kundinnen zu bringen, was es für neue Anwendungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und gut. Darüber hinaus zeigen Sonderschauen unter anderem Themen wie gesundes und ökologisches Bauen, Gestaltungs- und Designideen und stellen zudem die Innovationen aus dem Handwerk. Angela Merkel konnte sich selbst davon überzeugen, dass die Digitalisierung längst auch im Handwerk angekommen ist. So kann ein Dachdecker heutzutage schon Drohnen einsetzen, um beispielsweise beschädigte Dachflächen zu betrachten und auszumessen. Die Drohne also vom Spiel zum Werkzeug.
Als kleines Präsent erhielt die Kanzlerin ein aus Schiefer geschlagenes Herz. Selbst zum Handwerkszeug greifen wollte Merkel dann aber lieber doch nicht. Sie hat gesagt, sie hat beobachtet, wie leicht mir das gefallen ist. Ich kann dazu sagen, ich habe auch seit vielen Jahren keine Herzen mehr geschlagen. Ich habe ihr aber mein Herz gegeben, das heißt das Herz des Dachdeckerhandwerks in Form von Schiefer. Das ist zwar etwas hart, aber unheimlich dauerhaft. Neben der Entwicklung der digitalen Wirtschaft stand beim Spitzengespräch zwischen Kanzlerin Merkel und den vier großen Wirtschaftsverbänden auch die Flüchtlingskrise im Mittelpunkt. Merkel kündigte diesbezüglich mehr Flexibilität an, um das Potenzial der Menschen zu nutzen. Ich verspreche Ihnen, dass wir über die Bundesagentur für Arbeit sehr eng zusammenarbeiten, dass wir da, wo bürokratische Hemmnisse sind, auch bemühen, sie abzubauen, dass wir gemeinsam Wege finden, auch die Eingangsvoraussetzungen der Flüchtlinge aufzunehmen und nicht als erstes die schriftliche Prüfung zu verlangen, sondern vielleicht eben auch modular vorzugehen, dass wir Einarbeitungsmöglichkeiten schaffen, Erprobungsphasen schaffen, die Praktika verlängern. Es war eine Stippvisite der Bundeskanzlerin. Gerade einmal 2 Stunden hat sich Angela Merkel hier auf der Internationalen Handwerksmesse in Riem aufgehalten. Dann ging es auch schon gleich wieder in den Flieger, in die Bundeshauptstadt nach Berlin. Nichts im Leben ist kostenlos. Sogar der Tod kostet das Leben. Machen Sie sich eigentlich Gedanken darüber? Meistens verdrängt man ja das Thema Sterben. Aber spätestens dann, wenn ein lieber Mensch stirbt, stellt man sich die Frage, was tun im Todesfall? Wir stellen Ihnen jetzt den Beruf des Bestatters vor und wir fragen nach, wie sich denn die Wünsche in Sachen Sterben verändert haben. Also für mich ist es der Traumberuf. Tagtäglich mit Tod und Trauer konfrontiert sein. Kein leichter Beruf. Doch Bestattermeisterin Martina Fuhrmann aus Weiden macht diesen seit 30 Jahren gerne. Weil man sehr viel Kontakt mit Menschen hat, weil man sehr engen Kontakt mit Menschen hat und ein bisschen eine begleitende Rolle spielen darf. Weil man manches auffangen darf, weil man einfach das Gefühl haben darf, ich bin jetzt für dich da. Und ich schaffe es, dass es dir besser geht in dem Moment. Und das macht mir unheimliche Freude. Martina Fuhrmann betreibt mit ihrem Bruder und Bestattermeister Wolfgang Dobler gemeinsam ein Bestattungsunternehmen. Ein Bestatter hat neben der Beerdigung des Verstorbenen sehr vielfältige Aufgaben. Wir betreuen die Angehörigen, indem wir ihnen die Meldungen der Standesämter machen, indem wir die Krankenkassenmeldungen, die Rentenmeldungen machen, indem wir den Trauerdruck, die Sterbebilder, die Organisation einer Beerdigung machen, die musikalische Gestaltung organisieren, solche Dinge. Und natürlich auch das Vorbereiten eines Verstorbenen für eine offene Abschiebnahme oder für die Beerdigung, das Öffnen eines Grabes. Das ist eigentlich so unser Aufgabengebiet. Auf einem schmalen Grat zwischen emotionaler Trauer und professioneller Beratung balancieren, keine leichte Sache. Manche Sachen gehen einem schon näher, wenn es dann irgendein Schicksal dranhängt oder Verkehrsunfall oder wenn Kinder versterben. Aber das sind Sachen, die beschäftigen einen auch länger, aber das normale, tagtägliche muss man dann schon versuchen, auch wieder zu verarbeiten und dann wieder weiter. Nach dem Tod eines Menschen bleiben nur wenige Tage, bis er beerdigt werden muss. Die Wünsche der Familienmitglieder oder der Verstorbenen haben sich die vergangenen Jahre geändert. Die Leute haben Vorstellungen musikalischerseits, soll Violine, Orgel oder irgendwas Spezielles, vom Gospelchor bis zum Country-Sänger oder halt auch die Sterbebilder. Früher hat es Standardmotivauswahl gegeben. Jetzt machen wir ganz viele eigene Motive, wo die Leute schon irgendein Bild mitbringen, wo dann halt am Sterbebild nicht mehr vorne die betenden Hände drauf sind, sondern irgendein Urlaubsbild oder aus dem Garten. Was sich noch verändert hat, dass jetzt schon sehr viele Feuerbestattungen jetzt geworden sind. Im Vergleich zu früher hat sich das jetzt schon in diese Richtung ein bisschen bewegt, dass es mehr geworden ist als früher. Auch im Trend seien personalisierte Edelsteine. Hier werden mehrere Elemente der Haare und Asche des Verstorbenen im Stein gebunden. Auch Bestattungsvorsorgegespräche gäbe es die letzten Jahre vermehrt.
Bei der Arbeiterwohlfahrt in Schwabach geht es heute für die Azubis um das Thema Rückengesundheit. Dabei zeigt ein Experte der AOK den jungen Leuten Übungen, die dafür sorgen, später einmal kein Kreuz mit dem Kreuz zu haben. Denn Rückenprobleme zählen zum Volksleiden Nummer 1. Mittlerweile ist das Thema Rückenleiden oder die Muskel- und Skeletterkrankungen allgemein der Hauptgrund dafür, wenn Menschen arbeitsunfähig krankgeschrieben werden. Deshalb sieht es die Gesundheitskasse als Notwendigkeit an, der Problematik Rückenleiden durch zahlreiche Angebote wie Kurse und Aufklärungsprojekte entgegenzuwirken. Wir machen heute einen Azubi-Workshop. Wir haben das mit der Firma vereinbart und wir setzen bei dem Workshop den Backcheck ein. Wir wollen in jungen Jahren schon vermitteln, wie man sich gesund am Arbeitsplatz und in der Freizeit verhält, rückenfreundlich sich verhält. Und wir machen auch ein paar Übungen gezielt. Die AOK Bayern ist ein begehrter Partner für Betriebe, wenn es um präventive Gesundheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter geht. Wir haben über 1400 Mitarbeiter, die natürlich gerade im sozialen Bereich unter starken gesundheitlichen Belastungen leiden. Speziell im Rücken- und Gelenkbereich sind da die Beanspruchungen sehr groß. Des Weiteren im psychischen Bereich. So ist es uns also sehr wichtig gewesen, hier präventiv tätig zu werden und mit der AOK einen sehr verlässlichen Partner zu haben. Doch nicht nur im Betrieb kann man die Rückenprogramme der Gesundheitskasse finden. Rückenaktiv im Job, das ist ein Online-Angebot, das wir sehr dringend empfehlen. 3x5 Minuten am Tag und das Ganze für 4 Wochen. Und man hat sehr individuell für seine jeweilige persönliche Arbeitsplatzsituation gesundheitsgerecht vorgebeugt. Biere, Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten, einmal rundrum. TV Bayern Live, immer samstags um 17.45 Uhr. Die Zahl der Studenten wächst und wächst. Jetzt im Wintersemester gab es beispielsweise fast 380.000 Studenten in Bayern. Das sind über 8.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Dieser Trend ist auch an der Uni Passau angekommen. Studieren ist so beliebt wie noch nie. Ein Trend, der auch an der Uni Passau nicht vorübergegangen ist. Wir haben im Wintersemester, das zurzeit noch läuft, rund 12.000 Studierende hier in Passau. Davon ein gutes Viertel, 3.300, die sogenannten Quietschis, unsere Erstsemester, die jetzt also ihr erstes Hochschulsemester hier absolvieren. Ungefähr 2/3 der Studierenden sind Frauen. Auch die Zahl der ausländischen Studenten ist mit 1.024 Studenten erstmals im vierstelligen Bereich. Für die Universität Passau spricht zudem die gute Lage. Die Nähe zum Inn und zur Innenstadt sind für die Studenten entscheidend. Doch auch andere Faktoren zeigen, wie beliebt die Uni in der Dreiflüsse-Stadt ist. Natürlich lässt sich Studierendenzufriedenheit auch messen. Es gibt Erhebungen dafür, beispielsweise den Studienqualitätsmonitor. Und der zeigt uns seit einigen Jahren sehr deutlich, dass wir sehr zufriedene Studierende haben. Also sowohl was das Angebot an Lehrveranstaltungen angeht, als auch die Qualität der Lehre, der Betreuung, der Beratung angeht und auch die Ausstattung angeht. Also Computerinfrastruktur, Ausstattung der Gebäude, der Bibliothek und Ähnliches. Und welcher Studiengang ist bei den Studierenden besonders beliebt? In diesem Semester hatten wir, wenn wir jetzt auf die ersten Hochschulabschlüsse gucken, bei den Rechtswissenschaften im zulassungsfreien Bereich einen ganz klaren Spitzenreiter. Da waren es etwa 650 Studienanfänger in diesem Wintersemester. Wenn wir auf die NC-Studiengänge gucken, also die zulassungsbeschränkt sind, da war BWL sehr gefragt, Medien und Kommunikation sehr gefragt und auch International Cultural and Business Studies, auch bekannt als KUBI. Da hatten wir so etwa 10 Bewerber pro Studienplatz. Das ist doch auch eine ziemlich gute Quote. Trotz der hohen Anzahl an Studenten muss die Uni Passau aber nicht mit Platzproblemen kämpfen.
Ein Herzog, der mit stolz geschwellter Brust das Reinheitsgebot verkündet und hunderte Menschen, die ein ganzes Wochenende lang rund 30 verschiedene Sorten Bier verkosten. Das gibt es nur in Ingolstadt, jedes Jahr Ende April. Dieses Reinheitsgebot besteht seit mittlerweile 500 Jahren. Blöd nur, wenn die Kollegen aus Franken plötzlich behaupten, dass das Gesetz aus Bamberg und nicht aus Ingolstadt stammt. Ganz ehrlich, liebe Kollegen aus Bamberg, die Behauptung, dass das Reinheitsgebot aus Franken kommt und nicht aus Ingolstadt, ist doch einfach lächerlich. Ich meine, jeder weiß, dass das Reinheitsgebot aus Ingolstadt kommt und das beweisen wir euch jetzt. Und dafür treffen wir uns mit keinem Geringeren als dem Herzog höchstpersönlich. Einer, der es wissen muss. Schließlich hat Wilhelm IV. Im Jahr 1516 das Reinheitsgebot selbst unterzeichnet. Und sagen wir mal so, er ist nicht gerade erfreut über die Behauptung der Bamberger, dass das Gesetz aus ihrer Feder stammt. Bekannt ist ihm dieser Mythos aber schon seit längerem. Und in einem Punkt gibt er den Franken sogar recht. Der Bamberger Fürstbischof hat 1489 tatsächlich ein Reinheitsgebot erlassen. Aber sie waren damit, mit den lokalen Geboten, weithin nicht die Ersten. Bereits im Jahre 1156 hat sich die Reichsstadt Augsburg ein solches Reinheitsgebot gegeben, wie auch die Städte Nürnberg, Regensburg, München später. Aber landesweit gültig war nur unseres. Und die Brauordnung hat auch heute noch eine große Bedeutung. Denn das Reinheitsgebot ist das älteste Lebensmittelgesetz der Welt, das heute noch gültig ist. Es besagt, dass bayerisches Bier nur Hopfen, Wasser und Gerste enthalten darf. Das landesweite Gesetz wurde nach dem sogenannten Erbfolgekrieg erlassen. Und erst nachdem das Herzogtum Bayern wiedervereinigt wurde, war es notwendig, für das ganze Land eine Ordnung zu erstellen. Und hierfür tagte der sogenannte Landständetag. Und im Jahre 1516 tat er dies hier in unserer schönen Stadt Ingolstadt. Herausgekommen ist das Reinheitsgebot, das über alle Grenzen hinaus seine Gültigkeit hat und deshalb die einzig wahre Brauordnung ist. Denn alle anderen Gesetze galten eben nur für die jeweilige Stadt, wie etwa für Bamberg. So, liebe Bamberger, jetzt habt ihr es gehört und die Aussage, die müsst ihr erstmal toppen. Liebe Ingolstädter, das, was da euer Herzog gerade gesagt hat, das wollen wir hier in Bamberg natürlich nicht in Abrede stellen. Und wir wollen euch auch nicht in Sachen 500 Jahre Reinheitsgebot in die Suppe, besser gesagt ins Bier spucken. Aber mit dem Erlass aus Bayern sieht man die Sache hier in Franken dann schon ein bisschen differenzierter, sprich anders. Und das wollen wir jetzt klären. Eine gewaltige PR-Masche. Das ist für Wolfgang Hoderlein der Hype um das Jubiläum des Bayerischen Reinheitsgebots. Das Argument, es sei doch das erste landesweite gewesen, den lässt der Vorsitzende des Fränkischen Bundes durchaus gelten. Nur habe das Land Bayern 1516 etwas anders ausgesehen als das Bayern 2016. Ihr Herzog hat etwas erlassen, was in etwa für den heutigen Raum Oberbayern und Niederbayern Gültigkeit hatte. Für alle anderen Gebiete, die sich heute Bayern nennen, hatte das keine Wirkung und Auswirkung. Einen Hofer oder Kulmbacher hätte es also laut Wolfgang Hoderlein vor 500 Jahren wenig gejuckt, was in Ingolstadt entschieden worden sei. Und die Bamberger hätten ja schon 27 Jahre davor ihre Form des Reinheitsgebots gehabt. Doch im Bierland Oberfranken, der Region mit der größten Brauereidichte der Welt, fristet dieser Erlass von 1489 ein Dornröschen-Dasein. Und das wird sich wohl auch heuer nicht ändern. Im Mittelpunkt diverser Aktionen steht immer und ausschließlich das bayerische Reinheitsgebot. Man muss auch ein bisschen Selbstbewusstsein zeigen und sagen, wenn wir hier Bamberger sind zum Beispiel, dann können wir heuer 500 Jahre okay feiern, aber wir können auch 527 Jahre Bamberger Reinheitsgebot feiern. Und ich hoffe sehr, dass sich die Bamberger dessen besinnen. Ich finde ja, am Ende des Tages ist es gar nicht so entscheidend, ob wir jetzt die 527 Jahre Bamberger Reinheitsgebot oder die 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot in den Mittelpunkt rücken. Es geht doch darum, dass das Bier schmeckt. Und es tut's in der Regel überall in Bayern. In dem Sinne, Prost auf ein gutes fränkisches Bier. Prost. Was, liebe Zuschauer, haben Sie mit 15 Jahren gemacht?
Erster Kuss vielleicht, erster Freund, Sophia Flörsch aus Grünwald, fährt den Jungs eiskalt davon. Sie mischt die Motorsportszene ganz gewaltig auf und hat im vergangenen Jahr mehrere Rekorde gebrochen. Und ich bin total stolz, dass sie jetzt bei mir sitzt, auf der Couch. Hallo Sophia. Hallo. Wie bist du jetzt zu uns gekommen, hier nach Augsburg? Mit meinem Papa, als Beifahrerin leider. Im Auto? Ja. Ist das nicht brutal langweilig, so ein normales Auto zu fahren? Als Beifahrerin auch noch? Es ist auf jeden Fall schlimm, daneben zu sitzen und nicht fahren zu dürfen, aber weil ich bin erst 15 und es geht so langsam voran. Also bald bin ich 17 und darf dann endlich meinen Führerschein machen. Aber du hast natürlich uns oder vielen von uns, den meisten Zuschauern, eines voraus. Du fährst so richtig scharfe Schlitten. Ja. Wow, Wahnsinn. Also 2015, da warst du in der britischen Tourenwagenmeisterschaft beim Nachwuchs mitgefahren. Genau. Und du hast das Ding gerockt. Genau, also ich bin da mitgefahren, es hieß Ginetta oder heißt immer noch Ginetta. Ja. Das ist halt eine Nachwuchsserie für 14- bis 17-Jährige. Und es war mein erstes Autojahr. Die Rennen haben hauptsächlich, also haben nur in England stattgefunden. Und ich habe beim dritten Rennwochenende schon einen Doppelsieg erzielen können. Also ich habe 2 Rennen gewonnen. Dann war England natürlich wirklich sehr happy und ich war halt der einzige, also erst Mädchen mit dem Doppelsieg, dann hat auch der jüngste Sieger überhaupt, den es je gab, dann auch der erste Rookie, also Neueinsteiger, der je einen Doppelsieg hatte und ja, also es war schon sehr, sehr schön und ein gutes Gefühl. Ich bin ja auch irgendwie eine Frau, allerdings etwas älter. Aber wenn ich Auto fahre, dann darf es einfach nicht so viel ruckeln. Ne? Das geht mir im Flugzeug genauso. Wir schauen mal ins Cockpit von deinem Wagen, wie das da ruckelt, ja, wenn du fährst. Da haben wir einen Einspieler. Also erstmal ist es brutal laut, schätze ich mal. Ja, also wir haben Kopfhörer drin. Ja. Von daher ist es nicht wirklich sehr laut im Auto und wir können halt dadurch mit dem Team kommunizieren. Ruckeln im Tourenwagen, das stimmt. Wenn wir über die Curbs fahren, dann bewegt sich das Ding auf jeden Fall. Das ist der Wahnsinn. Und du siehst so cool aus. Ja, und es ist natürlich da auch, ich sitze eben rechts, weil es eben England ist. Ah, okay, okay. Und schalt links. Und das war letztes Jahr. 1, 2, 3, da schaltest du wieder runter. Wie viele Gänge hast du da? Also in dem Auto hatte ich 6 Gänge, was in Formel 4 auch so ist. Mhm. PS? Und also Formel 4 habe ich 160 PS. Formel 4, wo du jetzt dieses Jahr reinstartest. Genau. Darüber unterhalten wir uns später. Ja. Jetzt kommt was ganz Süßes, liebe Zuschauer. Vor 5 Jahren war die Sophia nämlich schon mal bei uns, bei TV Bayern Live. Da warst du 9 mit dem Papa. Ja. Und das schauen wir uns jetzt noch mal an. Ja, liebe Zuschauer, auch das Mädchen, das Sie jetzt live bei uns im Studio sehen, will ganz, ganz hoch hinaus. Und dafür gibt die 9-jährige Sophia Flörsch aus München richtig Gas. Sophia Flörsch aus München, herzlich willkommen. Sophia, ich glaube, sie muss erst aussteigen und den Helm abnehmen, aber sie kann uns schon hören. Dann sprechen wir in der Zeit mit ihrem Trainer, der ist nämlich auch bei uns, ihr Trainer und der Mechaniker Martin Frasnelli. Hallo. Hallo. Herr Frasnelli. Sophia, das ist dein Auto mit 9 Jahren. Seit wann hast du dieses Auto? Seit einem Jahr. Du fährst aber schon länger Kart? Ja, seit 4 Jahren jetzt. Und wie kommt man dazu, Kart zu fahren? Hast du dir irgendwann mal gedacht, ich möchte unbedingt Kart fahren oder... Ja, mein Papa ist früher auch Kart gefahren und dann habe ich mich auch irgendwann mal ins Kart gesetzt und dann hat es mir Spaß gemacht und bin ich weitergefahren. Ja. Wir schauen uns mal an, wie das aussieht, wenn du Kart fährst. Herr Frasnelli, vielleicht können Sie unseren Zuschauern ganz kurz die Bilder erklären, die wir jetzt sehen. Also hier ist Sophia unter dem Zelt, unter dem Team in Italien. Hier ist ihr Mechaniker, der immer schraubt, jetzt gerade am Kart. Das war nach dem Rennen. Und hier ist sie vorm Rennen an der Startposition konzentriert. Und das ist der fliegende Start. Da sind wir in Pomposa in Italien bei Ferrara. Sie lag an der ersten Position. Hier haben wir die Filmkamera und die trägt sie immer am Kopf. Da können wir gut sehen, die Fehler, die sie an der Strecke macht. Und natürlich durch den wieder verbessern. Die Fehler, die sie an der Strecke macht, wie sich das anhört. Machst du oft Fehler, Sophia? Nicht immer. Nicht immer? Aber meistens. Also man kann immer besser werden. Man kann immer besser werden. Ja. Jetzt 5 Jahre später, da hat sich wahnsinnig viel getan. Also da warst du 9. Alle Eltern werden jetzt so sagen, oh mein Gott, 9-jähriges Kind, Wahnsinn. Und dann so eine gefährliche Sache. Ist eigentlich schon mal was passiert?
Nicht wirklich. Also nee. Kartsport war natürlich gefährlicher als Formelsport. Mhm. Ich hatte einmal eine Verletzung, da habe ich mir zwei Knochen im Sprunggelenk gebrochen. Aber es war auch wirklich das Schlimmste in 9 Jahren Motor, also Kartsport. Und jetzt im Formelauto, also es ist wirklich komplett sicher. Wir sind, haben eben unser Handsystem, einen Helm, wir haben feuerfeste Unterwäsche an, dann noch einen feuerfesten Anzug drüber. Wir sind angeschnallt, wirklich komplett fest, dass man sich nicht bewegen kann. Und wir haben Monocoque außenrum, das nicht kaputt geht. Von daher... Wenn man das alles so ein bisschen verfolgt, auch deine Interviews in den letzten Jahren, dann sagst du immer, das und das ist mein Ziel für 2014, das ist mein Ziel für 2015, das ist für 2016. Und du hast genau das alles immer erreicht, was du dir vorgenommen hast. Ja. Sag uns deine weiteren Ziele. Also 2016 erstmal aktuell. Also 2016 auf jeden Fall mal der ADAC Formel 4 zu fahren und auch gewisse Ziele zu erreichen. Ich will wieder aufs Podium kommen, die Rookie-Meisterschaft, also Neuling- und Newcomer-Meisterschaft gewinnen. Und vielleicht auch ein, zwei Rennen gewinnen. Das ist natürlich immer das Ziel. Nächstes Jahr ist dann Formel 3. Wahrscheinlich werde ich da dann an den Start gehen nächstes Jahr. Es kommt immer drauf an. Für alle, die es nicht wissen, der Unterschied zwischen den beiden? Also Formel 3 ist schneller und die Autos sind größer. Also von der Aerodynamik viel weiterentwickelt. Und sie finden dann auch schon in ganz Europa statt, die Rennen. Wow. Formel 4 ist eben jetzt nur in Deutschland. Und also das ist das Ziel für nächstes Jahr, 2017. Und dann irgendwann Formel 1 und irgendwann dann auch Formel 1 Weltmeisterin. Also das ist wirklich so mein größtes Ziel, das ich habe. Logisch. Ja, Weltmeisterin im Jahr 2019, habe ich glaube ich mal von dir gehört. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Und der Papa ist immer an deiner Seite. Ja, also wir haben das, ich habe das halt mit 5 eben angefangen und da war auch Mama immer mit dabei. Nur ich bin eben so viel unterwegs und ich habe noch eine kleine Schwester, die muss auch in die Schule gehen, deswegen ist die Mama meistens zu Hause. Und dieses Jahr wird sie wahrscheinlich auch zu den Rennen kommen, aber mit dem Papa mache ich das schon. Stichwort Schule und Freunde, hast du überhaupt Zeit dafür? Also ich gehe in die 10. Klasse vom staatlichen Gymnasium, Gymnasium Waching in München. Freunde habe ich natürlich, es ist während der Saison halt schwer, weil ich eben wirklich, das ist eigentlich schon mein Beruf, sozusagen, weil ich so viel unterwegs bin, ich auch am Tag 4 Stunden trainiere, also Ausdauer und Kraft. Von daher bleibt nicht wirklich viel Zeit für Freunde, aber ich versuche es natürlich irgendwo mit einzubauen. Und es ist ja mein Leben oder auch mein Traum, in die Formel 1 zu kommen. Deswegen gebe ich dafür alles. Das wirst du auch schaffen. Nicht zuletzt schaffst du nebenbei auch noch ein Buch zu schreiben. Ja? Ja. Das ist das hier. Auf der Überholspur, lerne vom Extremen für deinen Alltag. Ja? Ja. Und ich habe natürlich darin gelesen, mentales Training, körperliches Training, du gibst Tipps auch für den Alltag und also nicht jeder möchte ja einen Rennsport oder Motorsport lernen und du schreibst in der Du-Form die Leser an. Ja. Wie kamst du denn jetzt bitte zu dem Buch? Das ist ja Wahnsinn. Es war eigentlich ein Zufall. Mhm. Über das ging über meine Fitnesstrainerin, die hatte auch ein Buch geschrieben und dann hatten wir mit dem Verleger einen Termin und dann meinte er, ja, ist ja eigentlich eine echt gute Story, ein Buch drüber zu schreiben und mein Papa und ich und meine ganze Familie dachten halt am Anfang, ja, ein Buch mit 15, und da war ich noch 14, zu schreiben ist natürlich schon ein Risiko und was soll die denn erzählen? Aber es ist wirklich gut geworden und ich finde, also natürlich musste ich den Text wirklich 100-mal Korrektur lesen, aber es ist echt schön, dieses Buch jetzt in der Hand halten zu können und sagen zu können, da stecken 9 Monate Arbeit drin. Und ja, das bin ich. Also. Und das in dem Alter. Ja. Da sind auch tatsächlich auch Tipps für Mitschüler eigentlich drin, dass man keine Prüfungsangst haben soll und dass man, du verrätst, wie man zum Beispiel an eine Mathearbeit rangeht. Ja? Ja. Kannst du das vielleicht jetzt nochmal so als Tipp mit auf den Weg geben? Ja, einfach wirklich selbstbewusst reingehen und nicht sagen, ja, das kann ich nicht, das habe ich nicht gelernt, sondern wirklich versuchen, selbstbewusst und mit positiven Gedanken reinzugehen. Und auch nicht, weil viele sagen, das mache ich auch selber noch manchmal, dass die Lehrer halt einem Fallen stellen wollen, sozusagen, ja, wieso schreiben die jetzt wieder eine Ex- oder eine Schulaufgabe, sondern eigentlich mehr damit reingehen, ja, mit dem Gefühl, ja, sie geben mir jetzt eine Chance, mich zu verbessern oder zu zeigen, was ich kann. Und man soll halt immer positiv reingehen und an sich selber glauben und ja. Und du willst auf jeden Fall natürlich das Abi machen. Ja, in 2,5 Jahren steht das Abi an. Wow, das ist der absolute Wahnsinn. Sophia, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück für alles. Und das Buch hier? Kaufen. Faszinationfitness.de, alles. Es sind auch super Sportübungen drin. Die habe ich schon zu Hause gemacht. Ja, also vielleicht kann man das ja erkennen. Es waren 9 Stunden Fotoshooting. 9 Stunden Fotoshooting. Ja. Das ist ja echt super anstrengend, oder? Wenn du dann immer die Position halten musst. Ja, du musst halt Liegestütz überhalten und auch... Ja, war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Die Bilder sind gut geworden. Sophia Flörsch, alles Gute. Dankeschön. Und 2019 unsere Formel 1 Weltmeisterin. Dankeschön. Danke.
Jetzt kommen wir zu den Kleinen, zu den Tierchen. Der Augsburger Zoo ist, was den Nachwuchs betrifft, sehr vorsichtig. Kein Besuch, auch nicht von der Presse, zum Schutz der Kleinen. Deshalb gab es bislang nur 2 Fotos vom Nashornbaby Kibo, das vor gut 2 Wochen auf die Welt gekommen ist. Bis jetzt. Denn nun durfte das Kleine zum ersten Mal ins Freie raus. Sehr zum Entzücken der Schaulustigen. Die wollten sich das nicht entgehen lassen. Und das sind sie, die ersten Schritte vom Nashornbaby Kibo im Freigehege des Augsburger Zoos. Am Anfang ist der kleine Bulle noch etwas vorsichtig, kein Wunder. Bislang kennt er von der Welt nur den Nashornstall. Doch bald schon zeigt Kibo, wie sehr er sich freut, endlich draußen an der frischen Luft zu sein. Nashornbabys sind nämlich von Natur aus sehr verspielt. Das ist natürlich, das ist das natürliche Verhaltensrepertoire eines kleinen Nashorns. Das können die von Anfang an, also auch seine kleine Schwester ist schon im Stall, in der Box relativ gut unterwegs. Die macht auch ihre Boxsprünge und galoppiert. Schon jetzt ist Kibo ein echter Besucherliebling. Auch zu den Tierpflegern hat er ein besonderes Verhältnis, denn er muss per Flasche aufgezogen werden. Seine Mutter Kibibi hat sich geweigert, ihn zu säugen. Doch davon lässt sich Kibo nicht unterkriegen. Mittlerweile wiegt er schon über 80 Kilo und wird jeden Tag größer. Bislang ist Kibo alleine im Gehege unterwegs. Ob auch bald seine Schwester Kiva dazukommt, ist noch ungewiss. Denn noch lässt das ihre Nashornmutter nicht zu. Nach rund einer halben Stunde ist Kibos erster großer Auftritt vor Augsburger Publikum dann wieder vorbei. Jetzt bekommt er eine Flasche Fohlen-Ersatzmilch als Mittagessen und danach hält er ein Mittagsschläfchen. Immerhin ist er ja erst 2 Wochen alt. Ja, liebe Zuschauer, und das war's auch schon fast wieder von TV Bayern Live. Nächsten Samstag sind wir natürlich wieder für Sie da. 17.45 Uhr, wie gewohnt. Jetzt gleich schauen wir uns noch das Wetter an mit Kai Zorn. Aber vorher muss ich noch feststellen, Sophia, ja, dass dieser Helm mörderschwer ist. Wie viel Kilo hat denn der? Geht's noch? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie schwer der ist. Aber wenn er da aufsetzt, dann ist der leicht. Das ist noch einer der leichten. Der ist leicht, wenn er auf dem Kopf sitzt. Ja. Ja, das merkt man nicht. Das ist einfach so, gewöhnt man sich. Aber du bist doch die ganze Zeit. Ja, das sind aber eher die G-Kräfte, die dann auf einen wirken. Also im Formelauto. Oder wenn du so mit 200 km/h durch eine Kurve fährst, dann sind es halt eher die G-Kräfte. Mit 200 km/h durch eine Kurve? Ich sag nur die Formel 1. Nein, Formel 4. Erstmal, dann die Formel 3 und ja, dann die Formel 1. In diesem Sinne, ich stehe dann in der Boxengasse. Nicht als Boxenluder, aber ich jubel dir zu, Sophia. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Heimweg. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Echt Bayern. Bayern entdecken, erleben, genießen. Der meteorologische Winter 2015-2016 neigt sich dem Ende entgegen und es war einer der wärmsten der letzten rund 260 Jahre. Und jetzt, wenn es dann in den meteorologischen Frühling geht, wird der Winter noch mal einiges nachholen, besonders im Berg- und Alpenvorland. Der Frühling ist momentan nicht in Sicht und die Nacht von Samstag auf Sonntag wird zunächst sternenklar, vor allen Dingen im Fränkischen und in der Oberpfalz. Sonst ziehen in der zweiten Nachthälfte aus den Alpen heraus wieder hohe Wolkenfelder auf. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 0 und minus 4 Grad. Über windgeschützten Schneeflächen einiger Bergtäler, da wird es noch deutlich kälter und örtlich bildet sich Nebel. In Franken haben wir am Sonntag viel Sonnenschein. In der zweiten Tageshälfte ziehen zunächst in Mittelfranken, später auch dann in Unter- und Oberfranken südlich des Mains immer mehr hohe Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte erreichen dazu 2 bis maximal 7 Grad. Die Werte fühlen sich aber deutlich kälter an. Ziemlich unangenehm und ruppig wird der Nordostwind mit Stärke 4 im Mittel. Später wird es in Böen sogar noch ein wenig windiger und der beißt eben ein bisschen, der Wind. In der Oberpfalz und in Niederbayern dominiert ebenfalls erst der Sonnenschein und dann ziehen vom Rottal her immer mehr hohe Wolkenfelder auf. Der Gesamteindruck bleibt aber schön. Die Sonne verschwindet milchig matt hinter den Wolken. Die Temperaturen erreichen maximal 3 bis 6 Grad. Es kann sein, dass es im Niederbayerischen noch weiter rauf geht durch den auffrischenden Böhmischen. Und da gibt es dann Föhneffekte. Der Wind kommt hier aus Ost bis Nordost, Stärke 3 bis 4 im Mittel. In Schwaben-Allgäu und Oberbayern haben wir erst noch Sonnenschein.
Die Sonne verschwindet aber milchig matt hinter den Wolken und am Alpenrand zieht es später zu. In den Alpentälern kommt Föhn auf, es wird hier vorübergehend milder. Im Alpenvorland ist es kälter. Hier haben wir Ost bis Nordost. In den Bergen noch Südostwind. Und dann kommt am Montag ein sogenanntes 5B-Tief. Erst fällt Regen, der geht in Schnee über und bis zum Abend wird es richtig glatt. Am Dienstag klingen die Schneefälle ab. Am Mittwoch kommt ein neues Tief mit Schnee und Regen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Echt Bayern, wo Bayern echt und anders ist.